Willkommen in Brüssel. Der Einsturz des Kölner Stadtarchivs ist ja inzwischen aus den Schlagzeilen weitgehend verschwunden, aber in Amsterdam hat er zahlreichen Befürchtungen neue Nahrung gegeben. Auch dort wird eine U-Bahn-Linie gebaut durch feuchten und teilweise morastigen Untergrund. Ein waghalsiges Unterfangen, das auch schon Gebäudeschäden verursacht hat. Nur eins unterscheidet die beiden Projekte. In Amsterdam war der Bau von vornherein höchst umstritten. Caroline Imlau. Das Millionengrab direkt vor der Haustür. Die denkmalgeschützten Weberhäuser von 1670 an der Feiselgracht. Für den Eigentümer Wolbert Frohm nur noch eine vernagelte Zukunft. Es dauerte keine halbe Stunde, bis im letzten September die Häuser so abgesackt waren, dass sie unbewohnbar wurden. Die Tür war schon helemaal aan het klemmen, dus die Tür klemmte schon, ich konnte nicht mehr herein. Ich hörte es überall knacken, ächzen und stöhnen. Die Häuser haben echt Schmerzen erlitten, man hörte es nur noch krachen. Mitten durch das historische Zentrum von Amsterdam gräbt sich seit 2001 das Megaprojekt Nord-Süd-Linie. Die Metro soll die nördlichen Wohngebiete mit dem südlichen Geschäftszentrum verbinden. Die Stadt platzt aus allen Nähten. Um die Menschen in die neu entstehenden Wohngebiete zu locken, hat man ihnen die U-Bahn versprochen. Von Anfang an war das teure Prestigeobjekt höchst umstritten. Bautechnisch ist es eine Riesenherausforderung. Nördlich der Innenstadt geht alles wie geplant. Das Problem ist der historische Grachtengürtel. Ein sandig feuchter Untergrund, ein hoher Grundwasserspiegel. Die Häuser aus dem 17. Jahrhundert stehen auf Holzpfählen. Dieser Teil der Stadt soll bald UNESCO-Weltkulturerbe werden. Ist da der U-Bahn-Bau nicht viel zu riskant, fragen sich viele Bewohner. Wolbert Frohm hat inzwischen ein neues Büro gemietet. Anfangs war er sogar für die U-Bahn. Schließlich hätte er dann die Haltestelle gleich vor der Tür gehabt. Dieser Traum ist für ihn nun vorbei. Der Architekt kennt die sensible Statik der Amsterdamer Grachtenhäuser ganz genau. Denn sein Spezialgebiet ist die Restaurierung denkmalgeschützter Gebäude. Trotzdem hatte er den beruhigenden Aussagen der Stadt geglaubt. Inzwischen ist die erste Wut über den Verlust seiner drei Häuser verflogen. Was mir geholfen hat, die Geschichte abzuschließen, war, dass mir die Stadt genauer gesagt das von ihr eingerichtete Schadensbüro Nord-Süd-Linie die Häuser zu einem marktüblichen Preis abgekauft hat. So waren wenigstens meine Existenzängste gelöst. Mittlerweile wächst die Kritik an dem Prestigeobjekt U-Bahn-Bau. Die Kosten, ursprünglich mit 1,4 Milliarden geplant, laufen aus dem Ruder. Momentan rechnet man schon mit 2,4 Milliarden. Die Stadt könnte an der Metro sogar pleite gehen. Und hoffte man anfangs noch, die erste U-Bahn könnte 2007 fahren, weiß man jetzt, dass es vor 2017 nichts werden wird. Seit nun auch noch die ersten historischen Bauten stark beschädigt wurden, gibt es im Grachtengürtel einen vorläufigen Baustopp. Vor dem U-Bahn-Megaprojekt sind sie sogar geflüchtet. Für Helena von Gelder mit ihrem Mann und den drei kleinen Kindern ist der Campingplatz nahe ihrer Wohnung eine Fluchtburg geworden. In Amsterdam kam erst der Baulärm, dann die Angst. Hier gab es Frieden. Und je tiefer die Baugrube für die Haltestelle vor ihrer Haustür in der Stadt wurde, je mehr wuchs auch die Sorge. Doch immer wieder beteuerten die Behörden, es gebe keine Gefahr. Wenn ich zurückblicke, hat die Stadt einen sehr optimistischen Blick auf den Bau gehabt. Alles war nur toll, keine Gefahren. Die Informationspolitik war einfach das Allerletzte. Zurückblickend weiß ich, sie haben mit dem Leben meiner Kinder gespielt. Das ist einfach ein zu hoher Einsatz. Als ihr Haus an der Feiselgracht zu beben begann, musste sie mit ihrer Familie Hals über Kopf vom Abendbrotstisch fliehen. Alle Liebe und Mühe, die sie in ihren Lebenstraum gesteckt hatten, blieb im beschädigten Haus zurück. Fast 10 Jahre lang hatten sie das Haus renoviert. Und durch das Unglück in Köln kam bei ihr noch mal alles hoch. Es war schrecklich für mich. Das ist genau die Angst, die ich immer hatte. Wenn du selber jahrelang dein Haus beben hörst, wie die Gläser aneinander scheppern, dann kannst du das gut nachvollziehen. Der Einsturz ist ein Albtraum. Im Vergleich haben wir dann beinahe noch Glück gehabt. Auch wenn ihr Haus in Amsterdam offiziell trotz allem noch als bewohnbar gilt, zurück wollen sie nicht mehr. Selbst nach ihrem Auszug blieb das Haus noch in Bewegung, sogar Scheiben zerbrachen noch.
Für sie ist klar, der U-Bahn-Bau durch die historische Innenstadt darf nicht weitergehen. Wolbert Frohm dagegen will, dass der Bau weitergeführt wird. Sonst wäre ja alles umsonst gewesen. Sein ehemaliger Nachbar sieht das anders. Obwohl sein Haus durch einen Spalt von 20 Zentimetern von Wolberts Haus getrennt ist, will er unbedingt hier wohnen bleiben. Im Sommer soll über die Zukunft der Bauarbeiten entschieden werden. Bis dahin hat die Stadt eine Informationssperre verhängt. Dadurch wird auch die Informationslücke zwischen Amsterdam und seinen Bürgern immer größer. Es war eine tolle Erfolgsgeschichte. Innerhalb weniger Jahre wurde Irland von einem der ärmsten Länder der EU zu einem der reichsten. Dank der Mitgliedschaft in der EU und dank niedriger Steuersätze, mit denen Unternehmen aus anderen Teilen Europas angelockt wurden. Und jetzt? Jetzt stöhnt das Land unter der Krise und es erlebt, dass auch andere Länder die Methode des Abwerbens gut beherrschten. Und auf einmal findet man etwa in Limerick die europäische Freizügigkeit gar nicht mehr so schön. Björn Staschen. Es war einmal eine alte Stadt. Sie war geübt darin, Kriege zu kämpfen, so lautet der Wahlspruch von Limerick, der alten Stadt am Shannonfluss. Der Kampf, den sie ja heute kämpfen, bringt viele an den Rand ihrer Existenz. Ein Kampf gegen die Folgen der Wirtschaftskrise, die Limerick besonders hart trifft. Büros stehen leer, die Blase ist geplatzt. Viele Häuser halbfertig, Ruinen der Boomjahre, Unternehmen machen dicht. Und vor dem Arbeitsamt jeden Morgen eine Schlange bis um die Hausecke. Den Morgen in der Schlange hat Prontius McMahon hinter sich, arbeitslos seit einem halben Jahr. Als Unternehmensentwickler möchte er arbeiten, doch in Limerick entwickelt sich gar nichts. Very few. I think it's an indication of. Niemand bietet mehr Jobs an, die Lage ist ernst. Normalerweise gibt es 4 oder 5 Seiten mit Stellenanzeigen, im Moment nur noch eine. Der wichtigste Arbeitgeber Dell macht dicht und 20 oder 30 Zulieferbetriebe müssen auch Mitarbeiter entlassen. Das Symbol der Boomjahre, mit dem Computerhersteller Dell kam der Aufschwung nach Limerick. Doch nun zieht das Werk nach Polen um, Albtraum auf der grünen Wiese. Limericks Bürgermeister fährt durchs neue Jammerviertel. Hallo, John Gilligan. Dell war das Herz dieser Hightech-Siedlung, aufgebaut mit Millionen Strukturhilfe, 20.000 Arbeitsplätze und Limericks ganzer Stolz. Die meisten Firmen werden jetzt einfach dicht machen. Hier um die Ecke ist ein Unternehmen, deren einziger Auftraggeber Dell war. Die machen Ende des Jahres hier zu und ziehen hinterher nach Polen. Arbeit in Irland ist zu teuer geworden. Bürgermeister Gilligan kann nur noch zuschauen, wie der Exodus beginnt. Gerade jetzt, wo die Wirtschaftskrise die Iren besonders hart trifft. Viele haben in den Boomjahren Kredite aufgenommen für überteuerte Häuser. Die verlieren jetzt nicht nur ihren Arbeitsplatz. Wenn wir ihnen nicht helfen, verlieren sie auch ihr Dach über dem Kopf. Endstation Arbeitsamt. In einem Jahr hat sich die Arbeitslosigkeit verdoppelt. Ende 2009 könnten 25% ohne Job sein. Der Sozialstaat springt ein für Iren und für Ausländer. Für Robert und Christian zum Beispiel. Als es Arbeit gab in Limerick, kamen sie aus Polen, aus dem Land, in das die Fabriken nun abwandern. Wir waren überall, bei vielen Arbeitsvermittlungen und haben nach Arbeit gesucht, aber es gibt keine Angebote mehr für uns. Was sollen wir machen? Ich muss Arbeitslosengeld beantragen. Ich habe keine Option. Ich warte jetzt hier auf eine bessere Zukunft. Darauf warten sie alle. Als es bergauf ging mit der Wirtschaft, waren Menschen wie Christian und Robert willkommen. In der Krise jedoch schlägt die Stimmung um. Stadtrat Jim Long würde die Polen am liebsten von hinten sehen, auf dem Weg zurück in ihre Heimat. Er vertritt eine gemäßigte Partei, aber trotzdem. Die sind zum Arbeiten hierher gekommen. Unser Sozialstaat kann sie nicht ernähren. Wenn es darauf ankommt, müssen wir sie auffordern, das Land wieder zu verlassen. Solche Botschaften sind ihre Sache nicht. Theresa Ferris will für Sinn Féin ins EU-Parlament einziehen. Wahlkampf in Krisenzeiten. In einem Monat ist Europawahl, doch über Europa will niemand mit ihr reden. Es gibt nur ein Thema, die Wirtschaftskrise und ihre Folgen für die Menschen hier in Limerick.
Ich lebe nur noch von Woche zu Woche. Wenn ich meine Rechnung bezahlt habe, kann ich noch nicht einmal mehr auf einen Drink rausgehen. Ich rauche noch Zigaretten, das ist mein kleines Extra. Die Menschen sind ärgerlich und das mit Recht. Wir haben uns von einer verarmten zu einer hochentwickelten Gesellschaft gewandelt. Manche sagen, wir waren eines der wohlhabendsten Länder der Welt. Und von einem Augenblick zum nächsten scheint das alles verschwunden zu sein. Alles weg, von einem Augenblick zum nächsten. Davor fürchtet sich auch Audrey Yeoman. Vor 5 Jahren eröffnete sie ihr Kindergym. Betreuung für den Nachwuchs berufstätiger Eltern. Doch immer weniger kommen. Wenn die Lage sich weiter verschlechtert, muss ich dicht machen. Denn ich könnte keine Gehälter mehr zahlen. Es ist teuer, in Irland ein Unternehmen zu betreiben. An der Kinderbetreuung sparen will Liz Morgan nur, wenn es gar nicht mehr anders geht. Doch ihr Ehemann verdient weniger und der Staat verlangt höhere Steuern als bisher. Ich mache so lange weiter, wie ich es mir leisten kann, aber vielleicht kann ich nur noch ein Kind herbringen. Das wäre sehr schade, denn für die Kinder ist es großartig hier. Großartig für Kinder. Schließlich spielen sie hier auch das Spiel zur Wirtschaftskrise. Die Blase früh zum Platzen bringen. In Limerick lernen heißt fürs Leben lernen. Die Iren haben immerhin den Euro. In Ungarn etwa wird die Krise noch verschärft durch den Umstand, dass die heimische Währung, der Forint, dramatisch an Wert verloren hat. Denn in den vergangenen Jahren haben sich viele ungarische Familien auch privat verschuldet. Vorzugsweise wegen der niedrigeren Zinsen in Schweizer Franken oder in Euro. Und jetzt können sie oft die Raten nicht mehr stemmen. Die Hauptleidtragenden sind Kinder und Jugendliche. Ihre Armut wächst dramatisch. Susanne Glass. Nein, das ist leider nicht der Enkel mit der Oma beim Sonntagsspaziergang und das Karoy-Schloss in der ungarischen Kleinstadt Fod keine Touristenattraktion. Die 30 Hektar große Anlage ist ein Heim für verwahrloste, von den Eltern vernachlässigte Kinder und Jugendliche. Seit 52 Jahren schon, aber heuer verbucht der Direktor einen traurigen Rekord. 10 Neuaufnahmen in nur 2 Monaten. Und er befürchtet, dass künftig noch viel mehr ungarische Kinder in staatlichen Heimen landen könnten. Wir spüren die Auswirkungen der Wirtschaftskrise sehr stark, denn die trifft natürlich die Familien besonders hart, die sowieso schon in Schwierigkeiten stecken. Viele können die Kinder nicht mehr versorgen oder die Situation eskaliert so, dass wir die Kinder zu ihrem Schutz wegbringen müssen. Der 6-jährige Adam ist eines von insgesamt 100 Kindern und Jugendlichen, die hier derzeit in kleinen Gruppen betreut werden. Einige sind körperlich behindert, manche geistig zurückgeblieben. Andere könnten es durchaus schaffen, später mal zu studieren. Adam zum Beispiel will Tierarzt werden. Mit Ärzten und Medizin kennt er sich aus. Er ist Allergiker. Gemeinsam mit dem Direktor zählt er tapfer auf, was er alles nicht essen darf. Mehl, Milchprodukte, Zitrusfrüchte, Soja. Er bekommt eine spezielle Diät. Die Lebensmittel, die er braucht, sind teuer. Seine Mutter sagte, zu teuer, als dass sie sich das leisten könne. Vermutlich war das nicht der einzige Grund. Jetzt jedenfalls ist Adam hier und getrennt von seinen Geschwistern. Laut Gesetz ist es in Ungarn verboten, Kinder allein aufgrund finanzieller Schwierigkeiten ins Heim abzuschieben. Aber mit Verboten, die der Realität nicht standhalten, ist diesen Kindern nicht geholfen. Viel wichtiger wäre es, die Eltern vor dem sozialen Absturz zu bewahren, solange das noch möglich ist. Tatsächlich hat die ungarische Regierung 2007 ein Programm zur Bekämpfung von Kinderarmut beschlossen, geleitet von Zsuzsa Ferge, einer kämpferischen Grand Dame mit jahrzehntelanger Erfahrung. Sie und ihre Projektleiterin sollten ursprünglich rund 800 Millionen Euro zur Unterstützung von armen Familien zur Verfügung haben. Das Budget wurde auf 50 Millionen zusammengestrichen. Ungarn stand vorm Staatsbankrott, musste sparen. Aber man tue das am falschen Ende, kritisiert die Expertin. Wir liegen mit der Regierung im Dauerclinch. Die sehen nur die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise. Die gesellschaftlichen Folgen sind kaum ein Thema. Wenn wir das nicht ändern, werden wir die Rechnung präsentiert bekommen. Erstens werden die Rechtsextremen weiter Zulauf haben. Denn in wirtschaftlich schlechten Zeiten suchen die Menschen Sündenböcke. Dafür müssen wieder mal die Roma herhalten.
Zweitens wird die Kinder- und Jugendkriminalität steigen, wie das immer der Fall ist, wenn die Jungen keine Perspektive haben. Die Zahlen sind alarmierend. Etwa ein Fünftel aller ungarischen Familien müssen derzeit mit einem Einkommen leben, das unterhalb der offiziellen Armutsgrenze liegt. Das bedeutet, rund 500.000 ungarische Kinder sind arm. Und niemand weiß im Moment, wie es weitergeht. Schon jetzt können viele Familien die Stromrechnung nicht mehr bezahlen. Zehntausenden Haushalten wurde die Elektrizitätsversorgung abgedreht. Besonders schlimm sieht es im 8. Budapester Gemeindebezirk aus, der den vornehmen Namen Josefstadt trägt. Hier haben Shusha Ferge und ihre Mitarbeiterinnen das Kinderhaus gegründet. Bedürftige Mütter mit Kindern unter 3 Jahren können darin kostenlos die Vormittage verbringen. Im Nebenzimmer stehen für die Mütter Computer, Waschmaschinen und Badewannen, damit sie die Kinder, wenn nicht zu Hause, wenigstens hier baden können. Wir sorgen auch dafür, dass die Kleinen bei uns wenigstens einmal am Tag etwas Anständiges zu essen bekommen. Gerade für gesunde Ernährung ist in diesen Familien ja oft kein Geld da. Und weil einige der Kinder auch verhaltensauffällig sind, können sich die Mütter Erziehungstipps bei unseren Pädagoginnen holen. Dabei ist eine der jungen Mütter selbst Pädagogin, Deutschlehrerin, ihr Mann Kunstlehrer. Aber im Juni kommt das zweite Kind und das Einkommen reicht in Zeiten der Vorrentabwertung nicht mehr aus. Wir haben nie Geld. Also wir haben eine Wohnung gekauft, natürlich auf Kredit. Also das ist nicht unsere Wohnung, sondern die Wohnung der Bank, können wir sagen. Und eben deshalb müssen wir sehr, sehr viel zurückzahlen. Und deshalb haben wir kein Geld. Und sie ist Kosmetikerin, hat sogar einen eigenen Salon, aber kaum mehr Kunden, weil die kein Geld für diesen Luxus übrig haben. An der wirtschaftlichen Situation der Familien kann auch dieses Projekt nichts ändern. Aber es soll zumindest dafür sorgen, dass Kinder nicht allzu sehr darunter leiden, wenn Eltern kein Geld und keine Arbeit haben. Und dass ihnen ein Schicksal wie das des 6-jährigen Adam, abgeschoben von den Eltern ins Kinderheim von Fod, erspart bleibt. Wenigstens lässt der sich da nicht unterkriegen, lernt mit seiner Pflegemutter eifrig fürs Leben und scheint auch fest entschlossen, sich darin zu behaupten. Die Idee war ja zu verlockend. Mit Europa und der Demokratie wird man automatisch reich, so dachten viele, nicht zuletzt in jenen Ländern, die vor 5 Jahren der EU beigetreten sind. Dass es ganz so einfach nicht ist, merken wir jetzt alle. Europa und die Demokratie helfen auf dem Weg zum Wohlstand, aber es muss mehr dazu kommen. Eigene Anstrengung, manchmal Hilfe und vor allem Glück und günstige Umstände. An denen fehlt es zurzeit und deshalb herrscht etwa im Baltikum jetzt große Ernüchterung, die manchmal, wenn auch nicht immer, Europa gilt. Christoph Schmidt. Das Baltikum steckt voller Widersprüche, voller Gegensätze. In Riga, der größten Stadt der Region, treffen sie aufeinander. Als Tigerstaaten Europas wurden Estland, Lettland und Litauen in der EU begrüßt. Jetzt trifft sie die Krise mit voller Wucht. Manche zweifeln, ob Europa der richtige Weg für das Baltikum war. Der begann 1989. In allen 3 Ländern gingen die Menschen auf die Straße, um in einer hunderte Kilometer langen Kette für die Unabhängigkeit von Russland zu demonstrieren. Das Ziel des baltischen Weges, Europa. Sandra Kalniete hat die Kette damals koordiniert. Sie ist nach wie vor von Europa überzeugt, auch wenn manche Europäer sie enttäuscht haben. Ab dem 1. Mai 2004 waren wir vollkommen alleingelassen. Die EU hat gesagt, das ist eure Verantwortung, ihr müsst entscheiden. Und nun hat sich herausgestellt, dass Lettland diese 5 Jahre teuer bezahlen muss. Weil wir viele europäische Regelungen voreifrig übernommen haben, waren es Lehrjahre für uns. Hier lernt man gern. Eine Elite-Universität in Riga für angehende Manager aus Litauen, Lettland und Estland. Die Vorteile des freien Handels lernen sie schon im 1. Jahr. Gesprochen wird Englisch. Wer hier studiert, hat Chancen auf lukrative Jobs. Diese 3 jungen Studenten sind befreundet. Ein Este, ein Lette, ein Litauer. Alle 3 überzeugte Europäer. Es hat sich seit 2004 so viel in der Infrastruktur getan, sagt der Este Martin. Europa hilft uns.
And I think it really helps us. If you look around the cars, es gibt hier keine russischen Ladas mehr, meint Henrys aus Lettland. Wir fahren europäische Autos, wir fühlen gleich. Regular Europe cars and feeling the same way. Nicht weit weg von der Management-Uni geht es auch ums Geschäft. Der Markt in Riga ist in der Krise noch voller als zuvor. Hier ist es am billigsten. Früher verkauften draußen fast nur Russinnen. Jetzt trifft man auch wieder lettische Verkäuferinnen. Die Standpreise in der Markthalle sind zu teuer geworden. Ihre EU-Bilanz fällt anders aus. Die Zuckerraffinerien wurden aufgelöst, die Glasfaserfabrik auch. Sogar die Landwirtschaft ist zugrunde gegangen. Das ist alles, was ich von Europa sehe. Ehrlich gesagt brauchen wir die Europäische Union nicht. Unsere eigene Ware ist doch besser. Und Sie selbst wissen doch auch ganz genau, was hier von Europa reinkommt. Das, was Sie dort nicht verkaufen können. Nur das Schlechte kommt nach Lettland. Viele Balten waren skeptisch gegenüber Europa. Ein witziger Werbespot kurz vor der entscheidenden Volksabstimmung sorgte dafür, dass die Stimmung kippte. Erik Stenzienix hat ihn konzipiert und er würde es heute genauso wieder machen. Wenn man die Vor- und Nachteile betrachtet, dann überwiegen doch deutlich die Vorteile von Europa. Ich verstehe überhaupt nicht, warum heute noch Leute von der Unabhängigkeit reden können, warum sich manche vom Rest der Welt abschotten wollen. Man kann heute nicht mehr unabhängig sein, schon gar nicht als kleines Land. Manches sei im Baltikum zu schnell gegangen. Man wollte Vorzeige-Europäer sein. Der gemeinsame baltische Weg geriet mit dem EU-Beitritt in Vergessenheit. Die Studenten essen gemeinsam in einer WG, Esten, Letten und Litauer. Als die Menschen gegen Russland auf die Straße gingen, waren sie gerade geboren. Bei aller Freundschaft, einen gemeinsamen baltischen Weg sehen sie nicht. Mir ist es egal, ob wir ärmer als Deutschland sind, sagt Lette Henrys. Hauptsache, wir liegen vor Litauen und Estland. Eine klare nationale Identität, so wie England oder Spanien, das wünschen sie sich. Nach dem Essen wird Fußball geschaut, europäische Champions League. Der Wille zum Erfolg eint die Balten, aber dann enden auch die Gemeinsamkeiten. Man muss zumindest die Sprache verstehen. Und wir verstehen uns nicht. Ich verstehe die Litauer nicht und ich verstehe die Esten nicht. Ich denke, vor allem diese Sprachbarriere trennt die drei Länder. Da könnte auch kein noch so guter Werbespot helfen. Estland, Lettland und Litauen wollen endlich als eigenständige Nationen wahrgenommen werden. Das ist 5 Jahre nach dem Beitritt zur EU ihr Ziel. Und das haben sie gemeinsam. So richtig runter geht es in unserem letzten Beitrag nicht wirtschaftlich, Gottlob, aber tief unter die Straßen von Paris, noch tiefer als die Stollen der Metro. In den Katakomben der Stadt lagern die Gebeine von Millionen Toten aus Zeiten, als auf den Friedhöfen zu wenig Platz war. Zugleich aber blüht dort höchst buntes Leben, dessen Reiz auch darin bestehen mag, dass es verboten ist. Und deshalb gibt es bei der Pariser Polizei inzwischen auch eine regelrechte Katakombenbrigade. Ellen Eni. Dieser Mann ist seit fast 30 Jahren bei der Pariser Polizei. Er kontrolliert den Verkehr, überwacht Fußballspiele und schiebt Dienst im Büro. Bis hierhin alles Routine. Aber Regis macht auch noch einen ganz besonderen Job. Er und seine Kollegen sind Kataflieg, zu Deutsch etwa Katakombenbullen. Sie sorgen für Recht und Ordnung unter der Erde von Paris. Heute sind sie zu 8. Manchmal steigen sie auch mit 20 Mann hinab in die Gewölbewelt. Regis, der Chef, muss seine Einheit durch ein unübersichtliches Netz von Gängen und Gewölben lotsen. Sie bewegen sich rund 20 Meter unter der Erdoberfläche. Kein Tageslicht, kein Strom, kein Handyempfang. Sogar die Spezialisten sind auf reale Straßennamen der Oberwelt und detaillierte Karten der Unterwelt angewiesen, um sich hier zurechtzufinden. Wir geben jedem Raum einen Namen. Das hier ist der Aggregatsaal, weil hier zu Kriegszeiten ein Notstromaggregat stand.
Über 300 Kilometer erstrecken sich die unterirdischen Gewölbe. Es sind Gruben, in denen Steine für die Häuser von Paris abgebaut wurden. Als die Stadt sich immer weiter ausdehnte, mussten die Gruben zugemauert werden. Geblieben sind Hohlräume, von denen einige mehrere Dutzend Meter breit sind, andere hingegen nur ein paar Zentimeter. Es ist ein schwieriges Terrain, das die Cataflyk überwachen. Kilometerlange Tunnel, unzählige Sackgassen, eine Art riesiges steinernes Grab. Die Polizisten vergewissern sich, dass die Gewölbe keine Risse zeigen, dass sich nicht ungewöhnlich viel Wasser in den Gängen befindet. Vor zwei Jahren, da stand das Wasser bis hier oben. Da konnte man in diesem Gang nicht mehr atmen. Das kommt nicht vom Regen, sondern hängt mit dem Grundwasser zusammen. Vor allem aber zieht die geheimnisvolle Stimmung unter der Erde viele Menschen an. Höhlenliebhaber, die sich gerne hier aufhalten, obwohl es verboten ist. Sie sind in den verwinkelten Räumen nur schwer zu entdecken. Guten Abend, Polizei. Machen Sie bitte die Zigarette aus, stellen Sie die Musik ab. Wir werden Sie nach draußen begleiten. Sie müssen ein Bußgeld bezahlen. 35 Euro kostet ein Knöllchen für den illegalen Katakombenaufenthalt. Eine härtere Strafe gibt es nur, wenn Drogen oder Waffen gefunden werden. Hier Fehlanzeige. Wir laufen gerne in den Gewölben herum. Über uns gibt es diese edlen Marmorgebäude, aber hier unten ist alles total verkommen. Kaffeepause. Die Katakombenpolizei weiß, je weiter sie nach Süden vordringt, desto mehr Menschen sind unterwegs. Und die Nacht ist noch jung. Und siehe da. Nach diesem Nadelöhr eröffnet sich plötzlich ein weitläufiges Gewölbe, das die Polizisten nur zu gut kennen. Doch so viele Menschen wie heute haben sie hier auch noch nicht gesehen. Rund 150 Katakombenfans haben alles mitgebracht, was sie für ihre Party brauchen, inklusive Live-Musik. Die Einheit beschließt, erst einmal nicht einzugreifen und den Dialog zu suchen. Wenn wir zu hart vorgehen, kann das schnell gefährlich werden und sogar zu einer Massenpanik führen. Tatsächlich drängen sich auf dem Weg nach draußen noch einmal rund 200 Menschen, die auf die Party warten. Viele davon sind völlig falsch ausgerüstet. Für die Polizisten ist das purer Leichtsinn, denn nicht alle Nachtschwärmer finden alleine wieder hinaus. Vielen Dank, ohne Sie wären wir echt aufgeschmissen. Unterdessen fordert Regis Verstärkung an. Er und seine Kollegen werden wohl die Nacht damit verbringen, die Katakombenfans in kleinen Gruppen herauszuholen und so die illegale Party nach und nach aufzulösen. Das war's aus Brüssel. Nächste Woche gibt's kein Europa-Magazin, dafür Berichte vom Europa-Forum in Berlin. Für heute danke fürs Zusehen, fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.